So, Guys, ich möchte euch heute mal von jemandem erzählen, den ich einst einen Freund nannte, der sich aber durch sein Verhalten und seine Reaktion selbst ins Ausgeschossen hat. Es ist sicherlich vielen in der Pandemie von euch so ergangen oder so ähnlich, dass Leute durch ihre Ignoranz, Sturheit oder Uneinsichtigkeit sich zu Personen entwickelt haben, die man meiden will. Nun, in diesem Fall geht es nicht darum, dass ich diese Person nicht mehr sprechen will, sondern es geht eher darum, dass sich einfach nicht verstehen kann, wie jemand so derart unfähig ist, einfach mal eine Fehleinschätzung öffentlich zuzugeben. Ich weiß, dass einige von euch jetzt wohl abschalten, weil sie es schäbig finden oder was auch immer. Ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, dass man die billigen und in ein paar Minuten hergestellten Sachen, die ich mal für ihn gemacht habe, irgendwie für irgendwas heranzieht. Egal, ob das nun der Robokoch ist. Oder halt irgendwas anderes, ne? Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass man dieses eine Bild, was ich mal gemalt habe, öffentlich in einem Livestream, vielleicht am besten auf der Fifth Avenue, verbrannt. Denn es ist einfach wertlos. Aber zurück zum Thema. Ich habe eigentlich immer diese Person als aufrichtige Person empfunden, der zu dem steht, was er sagt und der öffentlich seine Meinung kundtut. Nun kam die Pandemie. Und keiner wusste so recht, wohin es gehen würde, was passieren würde und ob es einen Weg gibt, der uns hier herausführt. Wir können uns doch alle daran erinnern, was passiert ist. Es gab diejenigen, die voll gegen die Maßnahmen waren und es gab diejenigen, die klar gesagt haben, dass nur die Maßnahmen helfen, und das Impfen der einzige Weg aus der Pandemie ist. Jetzt muss man sich mal Folgendes anschauen. Ich weiß genau, was viele jetzt sagen. Oh, Koch, alles Mainstream. Jawohl, ja, guck mal hier. Aber aber wie ist das mit den Nebenwirkungen und hin und her? Ne? Und wie ist das, wo kommt das Virus überhaupt her? Wir haben immer mehr Meldungen, die darauf drängen, ihr müsst euch impfen lassen. No choice, guys. Die sehr harschen Maßnahmen scheint hier also gegriffen zu haben. Vorausgesetzt natürlich, man kann den Daten glauben. Interessant ist auch, dass ungefähr zur gleichen Zeit er auch selber anfing, strikte Maßnahmen durchzuführen. Interessant, ne? Denn in etwa auch zum gleichen Zeitpunkt kam er mit dieser Aktion um die Ecke, wo man zunächst meinte, ja, super cool. There is so much raw creativity in this city. It's incredible to be exposed to so much of this talent and art. Was mich inspiriert, ist die Idee, Brücken zu schlagen. Brücken zwischen Geld und unserem Alltag. Denn im Grunde fängt ja alles da an, mit uns Menschen und eben nicht mit Geld. My artwork is similar to the city in the sense that it's limitless. I don't fit into a category because I am my own category. There's no color to describe New York City because New York City is its own color. Grundsätzlich erschien mir das Design auch niedlich und er hat die Künstlerin ja auch öffentlich beworben. Jetzt wird es interessant. Ich bin dieser Künstlerin danach auf Instagram gefolgt
und bin mit ihr in Kontakt getreten. Nach dem üblichen Gespräch, wie und wann ich bzw. sie Markus kennengelernt haben, hat sie relativ bald ihr wahres Gesicht offenbart. Täglich erschienen in ihren Insta-Stories Dinge, wo sie über die Freiheit gesprochen hat, für die Freiheit appellierte und solche Sachen. Zunächst war mir ja natürlich nicht ganz klar, worauf sie da hinaus wollte. Bis dann eindeutig wurde, dass es um die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 ging. Spätestens bei dieser einen Story hier wurde klar, was für eine Denkweise sie hatte. Wie ich im Nachgang herausgefunden habe, ist diese Person, die das behauptet hatte, offenbar ein vorbestrafter Querdenker aus der rechten Szene hier aus dem Erzgebirge. Natürlich habe ich dann versucht klarzustellen, dass das Fake News sind, dass bei uns Ungeimpfte eben nicht ausgegrenzt werden, wie das diese Person behauptet hat. Aber die Antwort von Sandy ließ tief blicken und zeugte davon, dass sie quasi diese Maßnahmen tatsächlich gleichsetzte mit der Verfolgung der Juden und damit dem Holocaust. Das Ganze gipfelte dann noch darin, dass sie das hier behauptete. Also quasi, das Virus existiert nicht, die Impfstoffe und Medikamente werden nur von Pharmafirmen hergestellt, um die Bevölkerung zu kontrollieren oder gar die Population einzudämmen. Und viel schlimmer ist noch diese Aussage, dass das Ganze offenbar bis auf den Zweiten Weltkrieg zurückgeht, der von Amerika ausgegangen sei. What the fuck? Also ich meine, ich habe schon viele Amerikaner gesehen, die irgendwelche Verschwörungstheorien erfunden haben. Aber diese Dame ist ja noch nicht mal eine gebürtige Amerikanerin. Sie stammt aus Israel. Und Israel ist bekanntlich im Weltmeister. Und die tun alles seit Beginn der Pandemie, um zu verhindern, dass es möglichst viele Tote gibt. Nun habe ich mehrfach versucht, an ihrer Sichtweise etwas zu ändern, natürlich erfolglos. Und meine Ansicht über ihre künstlerischen Fähigkeiten hat sich auch, etwas geändert oder gemindert sogar. Denn offenkundig sind über 80% ihrer Kunstwerke nur Nachzeichnungen von Disney-Charakteren mit irgendwelchen Sprüchen darauf. Und im Grunde genommen verkauft sie ständig auch nur Prints von diesen Sachen und macht damit eigentlich nichts anderes als das, was sie selber anprangert. Jedenfalls habe ich nach diesen Erfahrungen offen immer wieder meinen Unmut geäußert in Markus Streams, also in diesen Chats daneben, dass ich mir diese Hoodies persönlich nicht holen würde, weil ich einfach keine radikalen Querdenker oder Leute, die die Maßnahmen gegen Covid-19 quasi mit dem Holocaust gleichsetzen, unterstützen möchte. Statt aber offen zu sagen, ich verstehe das und diese Meinung zu akzeptieren, kam es ganz anders. Wenn man sich nochmal das Video von den beiden anschaut, sieht man eins. Hier merkt man eindeutig, dass Sandy ihn total um den Finger gewickelt hat und sich nach außen hin ganz klar anders verhält als auf ihren Social Media Kanälen. I'm influenced by what I see on the streets, the graffiti. I'm influenced by the masters. I'm influenced by cartoons I watched growing up, personal experiences, music, anything that moves me, anything that ignites that flame that makes me want to express something that I feel or that I see or that I want to share. There's no color to describe New York City because New York City. New York City is own color. Da spricht sie wirklich hier von der Buntheit der Gesellschaft und
dass wir alles eins wären und so weiter. Also, wo man von außen hin eindeutig merkt, das ist diese typische Art und Weise von Rechtsextremen und Querdenkern, die einen da einlullen, wo man zuerst meint, ja okay, die sind ganz okay, aber wenn man dann genau nachschaut, tief nachschaut, sieht man eindeutig, dass deren Gesinnung eindeutig nur in die Richtung abzieht, dass man ihrem Gedankengut folgen soll und dass letzten Endes das Ganze nur in eine Richtung geht, dass man den Staat ablehnt, dass alles nur eine Verschwörung ist und so weiter und so fort. Ja, und Markus hat mich aufgrund dieses Kommentars zu Ex-Holocaust, der nun eindeutig ist, auf Facebook blockiert. Mit unter anderem diesen Begründungen hier. Und obwohl ich ihn dann klar mit den Beweisen konfrontiert habe, blieb er total uneinsichtig. Stur und auch feige, diesen Fehler mal zuzugeben. Vor allem, wenn man mit Ich werde es trotzdem in meinen Kanälen immer sagen, lasst euch impfen! Lasst euch impfen! Das ist eine krasse Doppelmoral und lässt eigentlich an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln. Ich habe nicht die Absicht, das Ansehen eines so dienstvollen Mannes zu schmälern, denn seine Inhalte zum Thema Börse und seine Schalten sind eigentlich sensationell gut. Allerdings sehe ich es als meine Pflicht an, auch diese andere Seite zu beleuchten und das mal öffentlich zu machen. Denn diese Sandy ist nicht einfach nur eine Karen, die ihren zu heißen Kaffee verschüttet hat und nun den Kaffeehersteller verklagt. Sie hat über 23.000 Follower und damit eine enorme Reichweite. Ihre Ansichten und Denkweisen sind ja sehr gefährlich, wenn man sich das so anschaut, ne? Wenn dieses Unterschwellige in eine Richtung gehende. Und damit ist die ganz klar ein Sprachrohr für die Pandemiegegner, weil sie natürlich diese auch unterstützt. Wer ist Sandy Cohen eigentlich? Findet ihr hier auch auf Instagram Sandy Cohen Art. Und Sandy ist einfach auch eine geile Socke, muss man sagen. Und auch eine sehr, sehr bekannte Graffiti-Künstlerin, nicht nur in den USA, ihre Kunst wird bis in Dubai hin gekauft, war jetzt auch in den Hamptons großes Tournament und da war sie auch mit dabei. So, und wenn man sich jetzt überlegt, dass Markus auch so eine große Reichweite hat und auch noch diese Künstlerin jetzt pusht, dann eindeutig bringt ja die Leute auch, dieses Gedankengut zu haben. Und ich habe selber mitgekriegt, dass selbst trotz der Ankündigung, dass er diese Corona-Leugner und Impfgegner blockieren will, sich immer noch sehr viele bei ihm in der Community tummeln. Viele, die teilweise auch sagen, sie lassen sich nur impfen, damit sie ihre Freiheit wieder kriegen, also gar nicht von den Impfstoffen überzeugt sind und auch nach wie vor sagen, das ist alles Blödsinn. Man kann nicht den Künstler von der Person und deren Ansichten trennen. Das haben schon ganz andere versucht und nicht geschafft. Ja? War man hier keine Namen zu nennen. Man muss einfach die Wahrheit auf den Tisch legen und die Wahrheit heißt nun mal ganz klar, Markus Koch hat eine Geschäftsbeziehung zu einer Corona-Leugnerin, Impfgegnerin und radikalen Querdenkerin und hat sich da nicht mal dazu offen bekannt. Dass ich das hier sage, ist keine Rufschädigung. Es ist einfach nur ein Fakt, der mit Beweisen, wie ich euch gezeigt habe, untermauert wird. Seine Reaktion auf LinkedIn bezüglich der ganzen, wie er es vielleicht sieht, Anschuldigungen sind am Ende auch bezeichnend. Wenn selbst LinkedIn davor warnt, dass die Nachrichten verstörend sein können, will man eigentlich gar nicht das lesen,
was da geschrieben wurde. Aber ich mache es trotzdem mal, ich zeige es euch mal. Ganz offensichtlich hat er die Tragweite immer noch nicht begriffen. Man kann nicht einfach nur sagen, ach ne, die hat ja bloß. Wenn man sie noch groß und breit anpreist und promotet, damit tut man automatisch auch ihre Sichtweiten promoten. Das ist nun mal so. Da spielt sich auch kein Film in meinem Kopf ab. Aber hier prallen nun mal Gegensätze aufeinander. Und noch einmal, es reicht eben nicht einfach zu sagen, Covid-19 ist gefährlich und man solle impfen gehen und alle Schwurbler blockieren, wenn man gleichzeitig mit so einer extremen Corona-Leugnerin, die wirklich gefährliche Sachen verbreitet, Geschäfte macht. Möchte ich mich nochmal übrigens ganz herzlich bedanken. Die Hoodies, das Feedback von euch ist mega, wirklich gigantisch. Und wir wollten eigentlich die Vorbestellungen bis zum 14. September laufen lassen. Aber weil die Nachfrage so groß ist, werden wir bereits heute Nacht um Mitternacht die Vorbestellungen einstellen. Wir wollen sicherstellen, dass wir vor Weihnachten liefern können. Und wenn die Volumina jetzt noch deutlich hochgehen, dann werden wir das letztendlich nicht tun können. Ich finde es wirklich spitze. Vielen Dank. 8 Monate harte Arbeit mit Sandy Cohen, mit Born Originals. Und ich finde es super, dass so viele von euch das Projekt mit unterstützen. So. Da mag man sich schicht und ergreifen, würde ich sagen, unglaublich. Und leider begreift er das immer noch nicht irgendwie. Das ist sehr, sehr schade, weil ja, er ist eigentlich ein guter Kerl, aber die Sturheit ist einfach unerträglich. Ich bin jedenfalls für meinen Teil durch mit diesem Kapitel. Und dementsprechend sage ich das Gleiche, was er hier geschrieben hat. Nur ein bisschen anders. Neckerman, have a good life. Live long and prosper. Hallo, hier ist der Robokoch. Tatütata, die Wall Street ist da. Das ist doch mal eine Sauerei, oder? Ne? Jetzt werde ich dafür verantwortlich gemacht, nachdem ich wach bin, dass der Markt wieder abgegeben hat. Ja? Also ist es tatsächlich so, ich würde jetzt eigentlich lieber immer noch im Bett liegen. Aber ich bin hier und ich bin auch wach. Man kauft die Aktie eines chinesischen Unternehmens, das an der Wall Street notiert wird. Jetzt denkt man, dass man tatsächlich die Aktien an diesem Unternehmen kauft. Tatsächlich kauft man oft nichts anderes als eine Briefkastengesellschaft in den Cayman Islands. Ni hao ma, ich grüße dich. Chao, Xiao Mi, Wai, Xiao, Technology. Genießt den Flug, aber bitte setzt euch in die Nähe des Notausgangs. Wenn das jemals drehen sollte, dann muss man hier wirklich schnell rennen. Für ein bisschen Musik sorgt insgesamt, ist die Berichtssaison, die besser läuft, als man erwartet hat. The Neverending Story. Morgen, Kinder, wird's was geben, nicht wahr? The Neverending Story. Morgen, Kinder, wird's was geben. Aber dann vielleicht doch nicht, vielleicht dann doch nächste Woche wieder. Kumbaya, my friend, Kumbaya. Yeah, baby, yeah, baby. Über den Wolken, das ist der Wahnsinn, so grenzenlos sein. Letztendlich gesehen werde ich jetzt meine Mülltonne an die Börse bringen, denn wenn die Nachfrage nach Aktien so groß ist, ich habe eine spitzen Mülltonne bei mir vor der Tür stehen. Denn leicht ist nicht mehr der richtige Begriff für mich. Schwer, so muss man es leider mittlerweile sagen. Naja, also man fühlt sich schon etwas merkwürdig, sagen wir es mal so. Das ist natürlich wieder eine weitere schlechte Nachricht, mit der der Markt aktuell wirklich Schwierigkeiten hat, umzugehen. Und dann wieder die Badehose an, aber die zeige ich euch.
Das ist vollkommener Wahnsinn.